So, ja. Ich hatte jetzt mal eine kurze Folgenpause gemacht, auch für die Leute auf YouTube. Damit ich jetzt mal, habe ich jetzt einen Folgenschnitt gemacht. Deswegen war es jetzt gut. Kann ich auf? Kann ich hier rein? Oh, hübsches Fahrrad. Von Weasel. Weasel News von GTA. So, versuchen wir mal hinten ins Gebäude reinzukommen. Und schauen mal. Ich weiß gar nicht, wie ist eigentlich so die. Okay, da können wir auch nicht rein. So, wie ist eigentlich so die Streamqualität? Ich habe es noch gar nicht selber geguckt. Prost, Sam. Und der Jeremy zeigt uns da immer noch was da hinten. Da hinten fliegt er rum. Coole Community seid ihr hier. Ja, natürlich sind wir immer. In der Let's Play Live Show ist es immer so schön gemütlich und friedlich. Sehr, sehr wichtige Trophäe. Sehr, sehr wichtige. So, was haben wir denn hier? Closed. Until was? Further notes? We've got the glue. Please try the seventh Whistler. Will you back on business as soon as while up and above? George and Helen Gabbles. Also kommen wir da. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Alter, wie das hier aussieht. Boah, jetzt erstmal ein Pilz. Okay. Also ein bisschen unheimlich ist es mir auch schon, weil ihr. Weil es so still auch ist. Oder beziehungsweise keiner hier ist. Okay, krass. Was mich gerade ein bisschen wundert, ist auch, dass hier noch die Zigarette so am Brennen ist. Oder hier gerade der Rauch. Das heißt, es müssen ja vor kurzem muss ja irgendwas passiert sein, dass die Menschen alle weg sind. Da müssen wir mal schauen. Carry R&T only. Okay. Was steht da? Wednesday 8 p.m. Pub Quiz. Oh cool, wir machen Pub Quiz. Local Fish and Chips. Hier brennen auch noch die Zigaretten. Vielleicht, aber für fluchtartig sieht das noch sehr aufgeräumt hier eigentlich aus. Können wir eine Runde darten? Das wäre cool. Nein, es geht leider nicht. Naja, eiskalt gewonnen hat der R-Punkt. Und der A-Punkt hat, glaube ich, verloren. Naja. Können wir aufs Klo gehen? Nein, können wir nicht. Okay, wir haben es 5 nach 6. All of the day, 50 Pounds. Vermute ich mal, wie das heißen. So, hier kommen wir jetzt in den Biergarten. Und da haben wir einen Kassettenrekorder. Können wir den anhören? Da steht nur Doubles drauf. Doubles. Wer kennt die Marke nicht? Doubles. De Doubles. Okay, da kommen wir nicht lang. So. Aber teilweise sieht es doch dann wieder aus, als ob es fluchtartig war, weil da ist auch schon wieder eine Tür auf vom Auto. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. So, da kommen wir nicht rein. Dann gehe ich mich nochmal drin umschauen. Nicht, dass wir da was vergessen haben. Nochmal hinter der Theke lurchen. Hallo? Okay, ich glaube, ich bin einfach zu dick für den Gang. Vielleicht seitlich reingehen? Nein, funktioniert auch nicht. Okay. So. Ich habe eine zu dicke Wanne. Deswegen passe ich da nicht rein. Und wir wissen ja auch selber gar nicht, wer wir sind, ne? Wir sind einfach hier irgendwo aufgewacht und fertig. Da waren wir. So bin ich auch zur Welt gekommen. So. Schauen wir mal. Ist hier irgendwas im Bus am Liegen? Nein, okay. Könnte ja sein. So. Im Hintergrund hört man immer so ein Chor singen. Ich weiß nicht, ob es was bedeutet. Private Parking for Consumers or Customers only. Nicht Consumers, Customers. So, willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show. So, wir haben schon wieder ein Radio mit derselben Zahlenkombination. Wir hören uns das mal an. Ich suche weiter, doch es gibt keinen Sinn. Das Gebiet, aus dem das Muster kam, ist mit dem Teleskop nicht mehr aufzufinden. Das ist einfach nicht möglich. Man kann deutliche Veränderungen des Raumlichts in diesem Bereich des Himmels erkennen. So wie bei einer Überbelichtung, wie ein Polaroid, das in der Sonne gelegen hat.
Hallo Heartbreaker, willkommen zur Let's Play Live Show. Kann ich dir, hab heute gelesen, dass noch der, was? Ach, der Brotsimulator, ja. Der kommt, ja, ja. I am Bread. Kommt jetzt auch demnächst. Ich bin Brot. Kommt jetzt auch bald für die PlayStation. Nochmal zurückzukommen auf die Frage von Heartbreaker. Kann ich dir gar nicht sagen, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade auch erst angefangen, um 8 Uhr. Es sieht geil aus. Geschichte, man muss sich wie gesagt darauf einlassen. Es ist kein Actionspiel, es ist halt erkunden, herausfinden, was los ist und genießen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ob's, wie gesagt, ist Geschmackssache, genau. So wie es Roman schon sagt und so wie ich es auch sage, ist halt, wie gesagt, Geschmackssache. Man muss sich halt damit auseinandersetzen und halt Gefallen dran finden. Na? So. Wissen Sie, auch ich werde hier als Außenseiter betrachtet. Deswegen soll ich mich jetzt besser fühlen? Ich sage ja nur, dass ich weiß, wie schwer es ist. Ah, das ist Jeremy. Sie, da oben bei Valis, haben sich nie unter die Einheimischen gemischt. Die Menschen hier verstehen nicht wirklich, was sie da oben tun. Versuchen Sie, mich in Ihre Kirche zu locken? Es geht nicht nur um den Glauben. Es geht um die Gemeinschaft. Sich einzubringen, einer von Ihnen zu sein, dazuzugehören. Guten Morgen, Pater. Ein schöner Tag, oder? Oh, hallo, Mrs. Appleton, nicht wahr? Bitte, Dr. Collins. Eine Wissenschaftlerin. Sachen gibt's. Guten Morgen, Barbara. Pater Wheeler. Glauben Sie wirklich, diese Gemeinde wird mich je als eine von Ihnen sehen? Sie können mich ruhig anstarren, solange Sie mir nicht in die Quere kommen. Was ist für das Spiel hingeblättert? Ich glaube, das waren jetzt für Plusmitglieder, glaube ich, waren das um die 14 Euro. Ich glaube, so 13,50 oder irgendwie sowas. Ich glaube, das war jetzt nicht so teuer, meine ich. Okay, also wissen wir, Jeremy ist auf jeden Fall schon mal der Pater, der Pfarrer der Gemeinde. Da hinten fliegt Jeremy, glaube ich, nochmal. Boah, wir haben hier so viel zu entdecken, ne? Puh. Ich glaube, wir gehen einfach mal systematisch so ein bisschen die Häuser ab. Give way. The Potters, okay. Und für das, sag ich mal, kann man eigentlich nicht meckern, weil es sieht wirklich grafisch sehr, sehr schön aus. Und atmosphärisch ist es auch sehr geil. Ich bin echt gespannt, was wir alles rausfinden werden. Okay. Natürlich alles entdecken, alles erkundschaften. Oh, hübsche Blumen. Was ein toller Garten. Sieht aus, als könnte man da rein. Die Tür ist auch offen. Boah, jetzt kommt gleich so eine PT-Oma oder sowas. Ich glaube, dann springe ich vom Stuhl. Oder so Paranormal Activity. Was sind das immer für komische Geräusche? Ach da. Moment, wir probieren mal was. Hallo? Hallo? Ich gehe nochmal durchs Tor, vielleicht aktiviere ich damit irgendwie eine Sequenz oder sowas. Ah. Ich kann aber nichts tun gerade irgendwie, also... Moment. Hallo? Ich glaube, das ist Pfarrer Jeremy. Okay, lassen wir ihn mal. Wir gehen mal ins Haus und schauen uns da weiter um. Haus Nummer 3. Ah, schön, ne? Gefällt mir so ein Häuschen. So. Mann, Jeremy, geh mir nicht auf den Sender jetzt. Oh. So, Wales. Say no to Wales. Ah, okay. Die haben irgendwie... Okay. Die waren irgendwie dagegen, was das Observatorium getan hatte. Hallo? Was? Alter, hör auf damit! Oh, Amanda, ich dachte, Sie wären weggefahren. Alter! Oh.
wollten wir. Wir haben es versucht. Aber alle Straßen sind gesperrt und niemand kommt durch. Und dann kamen Georgie und Ben Kopfschmerzen. Und dann fing sie an zu bluten. Es war furchtbar. Sie hatten solche Angst. Also hat Neil umgedreht und wir sahen, dass das Haus offen stand. Und ich weiß, wir hätten es nicht tun sollen, aber wir sind rein, um die Kinder zu waschen. Und dann fingen er und ich auch an zu bluten. Meine ganze Bluse ist voll und alle waren so müde. Ganz ruhig, Amanda. Alles wird wieder gut. Beruhigen Sie sich und sagen Sie mir, wo Neil und die Kinder sind. Sie sind oben. Sie waren müde und Neil meinte, sie sollten ein Nickerchen machen und... Und wir dachten, es macht Barbara nichts aus. Sie sind ja noch klein. Und ich war so müde. Darum brachte Neil sie nach oben. Er brachte sie hoch ins Bett. Und? Das war vor 6 Stunden. Er ist nicht wieder runtergekommen. Okay. Ich hatte zu viel Angst, um nachzusehen. Warum sehen wir nicht gemeinsam nach? Nehmen Sie meine Hand, wenn Sie möchten. Ja. Ich glaube, das schaffe ich. Ja. Helfen Sie mir bitte. Natürlich helfe ich Ihnen. Neil? Neil, sind Sie hier? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging gerade ein leichter, kalter Schauer über den Rücken, so bei der Geschichte jetzt ein bisschen und... Puh. Was steht da? Drifting into the Light, okay, von Michael Hinnes. Habe ich übrigens die erste Ausgabe da. Ist das Blut? Okay. Das Spiel erinnert mich an den Film Phantoms mit Ben Affleck. War ein sehr guter Horrorfilm. Hehe. Kann man was öffnen hier? Alter! 8, 2, 5, 0, 8, 0, 1. Okay, das kennen wir schon. Das haben wir schon in dem Monitor von dem PC auch gesehen. Boah, Alter. Ja, willkommen zu Let's Play Live schon alle neuen Zuschauer. Freitag, Samstag ist immer 20 Uhr. Okay, da kommen wir nicht rein. Ich weiß gar nicht, warum ich so Angst habe. Das ist doch eigentlich... Ist doch kein Horror-Game, oder? 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 Gibt es hier auch einen Lichtschalter? War mit dem Hund kurz weg. Muss nachholen. Ja, wie gesagt, ihr landet ja auf YouTube. Brauchst du dir keine Sorgen machen. Kannst ja dann nochmal nachschauen. Uah, was? Ich stehe hier und mache den Schalter aus. Natürlich. Ich habe einen Arm wie ein Elefant. Ja, Prost, ich muss mir gleich das Trinken holen. Ich habe gerade nichts mehr da. Cool, man kann sogar die Mikrowelle bedienen. Wie geil. Den Herd auch? Nein. Was steht da? Askim? Okay. Irgendwas öffnen? Nein, okay. Ach, wie schön. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ah, da spielen die Kinderchen. Ah, schön. Ein wohlbehütetes Zuhause. Ich. Hast du das auch gerade gehört? Was war das? Hallo? Alter. Ist hier ein Lichtschalter? Was, die haben keinen Lichtschalter hier? Haben die überhaupt eine Lampe an der Decke? Ja, doch. Ein Telefon. Können wir da anrufen, jemanden? Okay, überall, ob Telefon, Radio, überall das Gleiche mit den Zahlenfolgen. Okay, das Klavier können wir nicht benutzen. Was ist das? Ah, das ist ein Ofen wahrscheinlich. Und wir haben schon 7 nach 6. Funktionieren die Uhren wirklich? Naja, wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Wir machen jetzt, genau, ja, Pipi-Pup, sollen wir eine Pipi-Pup-Pause machen? Machen wir eine kleine Pipi-Pupu-Pause und dann schauen wir mal, ob wir hier durch die Tür kommen.
Und ich bin sehr gespannt. Also es macht schon einen richtig guten Eindruck. Also wie jetzt der Stand der Dinge ist, vor allen Dingen das rauszufinden, was alles passiert ist, auch gleich oben im Haus, was mit der Familie los ist, da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, ihr natürlich auch. Und bleibt natürlich dran. Für dich auf YouTube gibt es jetzt eine kleine Folgenpause und dann sehen wir uns gleich wieder. Und würde ich sagen, bis gleich.